Hallo, Schickrün. Heute gibt es den Lesemonat August, der ein sehr, sehr guter Lesemonat für mich war. Es war kein schlechtes Buch dabei. Ich habe 6 Bücher geschafft, was auch ziemlich gut ist. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, war ein Reread, wie man so schön sagt. Das war Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane. Ein kleines, schmales Büchlein. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt als Roman bezeichnen kann. Ich weiß nicht, ob es hier eher eine Novelle ist. Wie dem auch sei, Irrungen, Wirrungen ist eins meiner Lieblingsbüchertexte von Fontane, die ich in dieser lustigen Klett-Taschentextausgabe habe, aber mir jetzt auch nicht nochmal neu gekauft habe, auch wenn das natürlich nicht so hübsch aussieht, aber das ist ja nicht so schlimm, es steht das Gleiche drin. Worum geht es? Es geht um Botho und Lene, die sich bei einer Bootsfahrt kennenlernen, die nicht ganz so glücklich für Lene und ihre Mitfahrerinnen ausgegangen wäre, hätten Botho und seine Mitstreiter sie nicht gerettet. Und die beiden unterhalten sich nach dieser Rettung, verlieben sich und lieben sich beide auch wirklich sehr, mögen sich sehr, sehr gerne. Aber das Problem ist, dass Botho aus einer höher gestellten Familie kommt als Lene und seine Familie leider finanziell gerade nicht so gut aufgestellt ist und er im Prinzip schon der reichen Cousine versprochen ist, die er heiraten muss, um die Familie finanziell aus dem Ruin wiederzuholen. Und Lene ist das quasi von Anfang an auch klar. Sie ist da, geht an die ganze Sache nicht wirklich naiv ran, sondern versucht halt so den Moment zu genießen. Und Botho ist am Anfang schon noch so, dass er sagt, oh nein, Lene ist mein Ein und Alles und ich möchte sie auch heiraten. Er verspricht ihr natürlich nichts, aber er ist schon auch ziemlich verliebt und weigert sich eigentlich eher so ein bisschen, die Cousine zu heiraten. Aber wie das eben bei Fontane so ist, es kommt, wie es kommen muss. Und er muss eben doch die Cousine heiraten. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, Lene heiratet zum Schluss jemand anders. Und dann gibt es eben diesen berühmten Satz von Fontane, Gideon ist besser als Botho. Ich glaube, das ist genauso fast so ein berühmter Satz wie, das ist ein weites Feld aus Effi Briest. Mir hat das Buch wieder sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr kurzweilig, es ist schön geschrieben. Ich mag ja Fontanes manchmal etwas ausufernde und doch so trockene Sprache sehr, sehr gern. Ich mag, wie diese Liebesbeziehung der beiden beschrieben ist, wie sie auch miteinander umgehen, sehr, sehr liebevoll und ja, die Zitate und überhaupt diese Beschreibung der Gefühle und eben dann auch dieses Ende, was natürlich wieder sehr gesellschaftskritisch ist, wie bei Effi ja auch schon. Aber nun ja, so, dann das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist zurzeit in aller Munde oder war, wie auch immer, Sally Rooney's Normal People. Sally Rooney ist eine irische Autorin, die ja schon, ich glaube, das erste Buch hieß Gespräche mit Freunden, das habe ich nicht gelesen, das hat mich nicht so interessiert, aber von Normal People habe ich sehr, sehr viel gehört und dann kam die Serie und die konnte ich online gucken, weil sie halt auf Amazon auch zu sehen war und die hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann wollte ich eben auch das Buch lesen und habe es getan und das Buch ist natürlich, oh Überraschung, noch mal besser als die Serie. Worum geht es? Es geht um Marianne und Connell. Und die beiden kennen sich, die gehen zusammen auf die gleiche Schule. Marianne kommt aus einem eher reichen Elternhaus, Connell aus dem Mittelstand. Und Connells Mutter arbeitet als Haushaltshilfe, Reinigungskraft bei Mariannes Eltern. Und die beiden gehen gemeinsam zur Schule. Connell ist sehr, sehr beliebt. Der spielt irgendwie auch, macht irgendeinen Sport und ist einer von den coolen Kids, ist aber auch sehr, sehr gut in der Schule. Und Marianne ist ebenfalls sehr, sehr gut in der Schule, ist aber so ein bisschen zurückgezogen, eher für sich und in der Schule jetzt eher so eine Einzelgängerin. Und die beiden treffen sich eben auch, wenn Connells Mutter, also Connell holt seine Mutter immer von der Arbeit ab und dabei unterhalten sich die beiden und sie kommen sich irgendwann näher und beginnen ja zu Anfang eher so etwas wie eine Affäre, würde ich sagen. Und Connell möchte aber nicht, dass es jemand in der Schule erfährt, weil er Angst hat, dass sein populärer Status damit gefährdet wird. Und sie haben dann diese Beziehung und dann begleitet das Buch Connell und Marianne über die Jahre hinweg. Also die Schule ist irgendwann vorbei
ihre Beziehung auch. Und dann gehen beide aufs gleiche College in Dublin, glaube ich, aufs Trinity. Und dort treffen sie sich wieder und dann beginnen sie wieder eine Beziehung. Und sie sprechen auch über das, was damals war. Und es geht immer so ein bisschen auf und ab mit den beiden. Aber im Prinzip bleiben sie während des ganzen Buches in Verbindung. Sie bleiben Freunde. Sie haben eine sehr intensive Beziehung, auch wenn sie nicht gerade zusammen sind. Und ich finde es unglaublich schön, wie behutsam und gleichzeitig wie intensiv Sally Rooney diese Beziehung beschreibt. Es geht dabei auch viel um Sex und ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen, in dem Sexszenen sich so schön in die Handlung eingefügt haben, wichtig waren auch für die Entwicklung der Protagonisten und so auch beschrieben wurden. Und es ist einfach unglaublich schön, den beiden zu folgen. Ich fand auch, dass es auf Englisch sehr, sehr gut lesbar war und in einer sehr, sehr schönen Sprache, die mich sehr, sehr berührt hat. Das Ganze ist ja jetzt auch auf Deutsch erschienen, übersetzt von der wunderbaren Zoe Beck. Also ich glaube, da könnt ihr getrost auch die deutsche Version lesen, denn Zoe Beck ist eine sehr gute Übersetzerin. Und ja, mir hat das einfach sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine sehr, sehr schöne, moderne Liebesgeschichte, die, ich glaube, moderne Beziehungen, gerade von Leuten, die noch jünger sind, als ich es bin, sehr gut beschreibt und auch die Ängste und Sorgen, die damit einhergehen, dieses, wie definiere ich mich und wie definiere ich meine Beziehung, was möchte ich von meiner Beziehung, was möchte ich auch sexuell von meiner Beziehung. Es geht auch so ein bisschen um die Psyche von Marianne und Connell und wie sie jeder so anders mit dem Leben umgehen und irgendwie auch nicht so richtig mit dem Leben umgehen können und wie sie einander aber auch helfen, irgendwie mit diesem Leben umzugehen. Und ich finde, es ist auch nicht so eine blöde Geschichte, dass man daraus liest, Liebe rettet alles und kann alles gut machen, aber man merkt eben doch, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind und wie viel Halt sie einem geben können, wenn man eben die richtigen Personen trifft im Leben, die einem einfach auch helfen können, mit dem Leben besser umzugehen und irgendwie Stabilität geben. Und das alles zeigt dieses Buch sehr, sehr gut und von mir eine klare Leseempfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann kommen jetzt die ganzen Bücher, zu denen es Einzelbuchbesprechungen gibt und da muss ich dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Da haben wir einmal Bin noch da von Sven Stricker, ein Buch, was mir außerordentlich gut gefallen hat. Es geht darin um Moritz, der Mitte, Ende 30 ist, mit seiner Partnerin und seinem kleinen Sohn in einer größeren Stadt lebt, einem Café betreibt, in dem es eigentlich gut geht. Und dann steht irgendwann sein Vater vor der Tür und sagt ihm, die Mutter sei gestorben. Und der Vater möchte eigentlich dann auch aus dem Leben scheiden und Moritz soll ihm dabei helfen. Und dann entspinnt sich ja wieder eine Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit, mit seinem Vater jetzt, den er irgendwie eigentlich nicht in seinem Leben haben will, aber doch wieder integrieren möchte. Es gibt Rückblicke auf Moritz' Kindheit und Jugend. Moritz und seine Schwester sind in einem sehr ja, kalten, psychisch mit hohem Druck belasteten Elternhaus aufgewachsen. Und das wird erzählt und eben auch, was das macht mit Moritz als erwachsenem Mann und wie sich das vielleicht auch ausübt auf die nächste Generation. Und es ist ein unglaublich tolles Buch in einem unglaublich schönen, lockeren und sehr sensiblen Ton aufgeschrieben. Das Buch hat einen sehr, sehr schönen Humor und geht, oder ging mir zumindest, trotzdem unglaublich nah. Es ist einfach, ja, ein wunderbares Buch. Ein extra Video gibt es dazu, das verlinke ich euch. Und da schwärme ich noch mehr. Dann habe ich gelesen Alexa Henning von Langes neues Buch, Die Wahnsinnige. Darin geht es um Johanna von Kastilien, die im 16. Jahrhundert die spanische Thronfolgerin ist und ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich hat. Sie hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Gefangenschaft verbracht, was politische Gründe hatte, denn es gab mehrere Parteien, die unbedingt verhindern wollten, dass sie auf den Thron kommt, weil diese Personen eben selber die Macht behalten wollten. Das ist zum Ersten ihre Mutter, auch ihr Ehemann, dann ja, verschiedene andere politische Parteien. Und hier wird ein Ausschnitt aus ihrem Leben erzählt, der beginnt, als sie in Spanien bei ihrer Mutter ist und eines ihrer Kinder zur Welt gebracht hat und dann zurück möchte nach Flandern zu ihrem Mann,
wie da die Ränkespiele ja passieren, wie sie immer Ball, also so ein Spielball der verschiedenen Machthaber ist, auch von den Männern natürlich, aber auch von ihrer Mutter, und wie sie dagegen aufbegehrt. Und sie hat halt den Beinamen bekommen, die Wahnsinnige, weil sie wohl immer sehr emotional war, sich auch nicht so ganz dem, ja, dem Bild der katholischen Thronfolgerin gebeugt hat. Sie war jetzt nicht so besonders fromm, hielt jetzt nicht so viel von der Kirche und dem Beten und hat ihre Mutter für diese furchtbare Frömmigkeit und auch das Verbrennen von den sogenannten Ungläubigen sehr verurteilt. Und das Buch stellt halt auch so ein bisschen die Frage, war sie wirklich wahnsinnig oder war sie einfach nur ihrer Zeit voraus und hatte halt keine Lust, sich als Frau den gesellschaftlichen Konventionen unterzuordnen. Und was ich besonders schön fand, ist, dass dieses Buch zwar natürlich historische Dinge einpflicht, dass das aber keine historische Romanbiografie geworden ist, sondern dass es eben nur ein Ausschnitt aus ein paar Jahren von Johanna zeigt und wir sehr, sehr nah dran sind bei Johanna. Ihren Gefühlen folgen, ihren Gedanken, auch ihren Gedanken zu Liebe, zu ihrem Mann und diesem stetigen Konflikt, dass sie sich nicht komplett unterordnen will, ihn aber wirklich liebt, was wohl auch wirklich so gewesen ist. Die beiden haben ja wohl eine Liebesheirat, also haben aus Liebe geheiratet. Und das fand ich unglaublich gelungen. Ich mag die moderne Sprache, die das Ganze halt nicht unnötig historisiert, sondern einfach zu einem sehr gut lesbaren modernen Roman macht mit einer interessanten Frauenfigur. Doch dazu gibt es ein extra Video. Das könnt ihr euch angucken, wenn euch die Details interessieren. Dann Buch Nummer 5, Couscous mit Zimt von Elsa Köster. Ein Drei-Generationen-Frauenroman, in dem es um Lisa, ihre Mutter Marie und wiederum deren Mutter geht. Die Großmutter, die in dem Buch nur Mami genannt wird, ist in Tunesien aufgewachsen. Man erfährt nicht, ob sie dort auch geboren ist oder da nur quasi mit den Eltern rüberkam und dann dort aufgewachsen ist. Jedenfalls hat sie da gut geheiratet, hat mehrere Kinder bekommen, 4 an der Zahl, obwohl sie nie Kinder bekommen wollte. Und eines dieser Kinder ist eben Marie, Lisas Mutter. Und es wird dann aus unterschiedlichen Perspektiven von diesen Frauen erzählt. Also Lisa ist gerade dabei, die Wohnung der Großmutter in Paris der Gegenwart aufzulösen. Die Großmutter ist gestorben und ihre Mutter Marie auch kurz danach an Krebs. Und dann werden halt Erinnerungen aufgeräumt. Also wir erfahren aus Lisas Perspektive die Beziehung zu ihrer Mutter, auch natürlich ihre Gefühle jetzt in der Gegenwart. Und dann gibt es Kapitel, die aus Maries Sicht geschrieben sind, die wiederum das schwierige Verhältnis zu ihrer Großmutter, also zu Lisas Großmutter, aber zu ihrer Mutter beschreiben. Auch den Weggang aus Tunesien, der für Marie sehr schmerzhaft war und ihr ganzes Leben sehr, sehr schmerzhaft bleibt. Und ja, auch hier gibt es verschiedene schwierige Mutter-Kind-Beziehungen. Es geht darum, wie sich diese Beziehungen durch die Generationen durchziehen. Es geht aber auch um tunesische Geschichte, um Pariser Geschichte. Und das alles vermengt sich hier. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand diese verschiedenen Perspektiven, die eben auch nach einem Wahrheitsbild suchen, das es wahrscheinlich gar nicht gibt, aber die eben diese Familie sehr, sehr rund darstellen. Und deswegen hat mir Couscous mit Zimt auch sehr, sehr gut gefallen. Auch dazu gibt es eine ausführliche Einzelbuchbesprechung. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch im August, das für mich sehr, sehr besonders war. Das war Erdbebenwetter von Saya Alexander. Das ist das Romandebüt dieser Autorin. Und das Ganze spielt in LA. Die Autorin lebt selbst in LA und in Potsdam. Und es geht um Lou, eine junge Frau, die in LA lebt. Dort versucht im Filmbusiness irgendwie Fuß zu fassen, das aber nicht so richtig schafft als Filmproduzentin. Und eines Tages einen alten Bekannten trifft, der sie ja relativ nebenbei fragt, ob sie Lust hat, Hexer kennenzulernen. Und sie sagt ja. Und dann wird sie eingeführt in eine Art, ja, Hexenzirkel, der aber sehr vage bleibt und sehr subtil und man nie so richtig konkret etwas über diesen Hexenzirkel erfährt. Und ihr Leben verändert sich aber. Also es verändert sich zwangsweise, denn sie muss
um zu diesem Zirkel zu gehören, ihre Vergangenheit aufgeben, ihren alten Namen. Sie bekommt einen neuen Namen und sie muss umziehen und sie bekommt eine Adoptivtochter. Dann läuft ihr eine Katze zu und sie fängt nochmal an zu studieren, eine Doktorarbeit zu schreiben. Also irgendwie kommt so etwas ins Rollen und dann gibt es ganz, ganz viele mystisch aufgeladene Symbole, die in diesem Buch auftauchen. Es geht von Zahlensymbolik über Traumsymbolik. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine sehr besondere Stimmung in diesem Buch und man weiß nie so richtig, woran sie da jetzt eigentlich geraten ist, ob sie in seine Art Sekte geraten ist oder ob das wirklich etwas mit Magie zu tun hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, all dieses Vage im Hintergrund und dass man auch nie richtig erfährt, was hat es mit diesen Hexern eigentlich auf sich. Auch dazu gibt es eine längere Besprechung. Und ja, ebenfalls eine Leseempfehlung von mir, wenn man diese Art von besonderer Fantastik mag. Also es ist kein fantastischer oder Fantasy-Roman im eigentlichen Sinne, aber schon so magischer Realismus würde ich es einordnen. Und das war mein Lesemonat mit 6 sehr guten Büchern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat oder was ihr gerade lest. All eure Gedanken dazu, wie immer, gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Lesestunden, schöne Lesetage und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.